Sonst noch wer? Ja, das hoffe ich doch. So, nimm das. Warum stirbst du nicht? Stirb, Mann! So, dann nehme ich das mit und das. Muss ich jetzt hier hin? Hä? Was ist denn da vor? Was ist denn da vorne? Okay. Ah, so ist es also. So. Okay, was haben wir hier noch? Nehmen wir das hier mal. So. Okay. Das geht nicht. Hören Sie nicht auf die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Rapture blüht auf. Okay, kein Fernseher. Kein Programm läuft, gar nichts. Oh, wir haben hier wieder zu tun. Schon wieder drei. Ja, mach doch mal. So. Nicht vergessen. Nice. Noch mehr Actionfotos. Oder die Sister-Gut auch. Kleiner Anstieg der maximal gesunden Dave. Schön. So, noch mehr. Nee, nicht du. So. Nice. Geht noch mehr. Ich will den Big Daddy da. Danke. Okay, der geht auch. Nice. So. Gut, dann hätten wir heute schon Bus. Schön. Oh, jetzt packt er wieder rum. Ist immer so bei der Treppe. Okay, gut zu wissen. Na, ja, mach dir mal. So. Fick dich doch. Fick dich doch zweifach. Okay, ich muss da hoch. Geht nicht anders. Komm schon. Noch eins. Noch eins. Was? Du bist doch scheiße. Okay, dann hat so. Puh, Glück gehabt. Ja, schlitz ihn auf. Dann muss ich das nicht tun, das ist gut. Ach, halt die Schnauze. Spontane Vermächtnis. Scheint von Tain kam sein eigener Untergang gar nicht so ungelegen. Am Silvesterabend kamen seine erbärmlichen Spleißer aus den Armenhäusern geströmt und haben buchstäblich die Stadt gestürmt. Die Toten verfaulen auf der Straße und die Einwohner tun alles, um sich Plasmide zu besorgen. Sie wollen nur noch eins, sich das Gesindel vom Hals halten. Aha. Interessant. Bitte, er ist da. So, noch ein Schuss und du bist weg. Oder auch nicht. Dann halt so. Schnauze, stirb. Nichts mit Träumen. Bleib hier, ich brauch dich noch.
komm her, du. Ich brauch dich gerade. So, haben wir es jetzt? Ja, noch einmal und dann haben wir es. Na, endlich. Plus, plus, ist das jetzt abgeschlossen? Gut. Bitte nicht auf mich. Ich habe nichts gemacht. So, beim Spiel weiß man ja nie, ob sie jetzt auf einen losgehen, auch wenn man nichts gemacht hat. So, einfach weil es Spielermobbing ist. Die R34er gehen aus. Ist euch eigentlich klar, dass wir uns im Krieg befinden? Wenn ihr die Wartung der Big Daddies nicht ordentlich macht, verbrauchen sie die R34er, so wie die Nutten in Deep's Apple Penicillin fressen. Atlas Schläger greifen uns pausenlos an. Diese Woche sind schon zwei Mechaniker draufgegangen. Wir müssen die Verluste so gering wie möglich halten. Wenn ich mit Amateuren hätte arbeiten wollen, wäre ich an Land geblieben. Was soll denn das immer mit diesem Echo-Effekt? Soll das dramatisch sein oder wie? Okay. Na, ja, keine Ahnung. Ja, Potten zum Scheiß. Ach. Aber das finde ich gut. Was nehmen wir denn da? Hohe Buchwahrscheinlichkeit, okay. Schadensmunität, Schadenssteigerung. Automatisch generierte Hohlladungen machen dich deine eigenen Granaten gegenüber immun. So, mehr Schaden. Perfekto. Attentäterin. Ich eine Attentäterin? Das ist köstlich. Ich hätte vielleicht mitgemacht, könnte ich mir vorstellen. Als Opfer der genetischen Manipulation, das ich bin. Ich habe ganz vergessen, dass ich einst an diesen Ort geglaubt habe. Ich habe an Ryan geglaubt. Und als es eng wurde, glaubte Ryan nicht mehr an Rapture und an den großen Zusammenhang, die große Verkettung. Er glaubte nur an die Macht. Und jetzt ist dieser Ort im Arsch. Und mein Mädchen ist weg. Schlimmer als weg. Sie ist jetzt eins von diesen Dingern. Bin ich also eine Attentäterin? Tja, das kann man nur auf eine Art rausfinden. Tja. Was ist denn da wieder los? Die Action geht ja richtig ab. Das Wasser der Flüsse wird zu Blut! So. Unmöglich irgendwo anders. Eine Stadt auf dem Meeresgrund errichten, welch ein Irrsinn. Aber wo sonst konnten wir uns aus den Klauen der Parasiten befreien? Wo sonst hätten wir eine Kunst entstehen lassen können, die nicht zensiert wird? Eine Wirtschaft aufbauen, die nicht kontrolliert und eine Gesellschaft erschaffen, die nicht zerstört werden kann? Es war nicht unmöglich, Rapture auf dem Meeresgrund zu bauen. Es war unmöglich, es irgendwo anders zu bauen. So, das ist sein bester Spruch. Oder sein beliebtester. Hohohohoho. Der Weihnachtsmann war da. So, wo war denn hier der Autohack? Nee, mach ich nicht. Lauf zu Satan! Er wird dir bestimmt. Okay, dann mach ich das mal. Du kennst dich ja damit aus. Gut, dann würde ich sagen. Big Daddy. Es wird Zeit. Nee, nicht ins Becken. Nein. Ach, scheiße. Hab zu lange gezögert. Verdammter Mist. Kam ich von hier? Workshops? Nee.
Ja, da ist noch einer, okay. Du. Tja, hättest du das mal nicht gemacht, würden jetzt andere sagen. Aber mir ist das egal. Was willst du? Ja, ja, ist ja gut. So. Lassen wir das mal. Wer labert denn hier? Na komm her. So. Okay, gut. Kann ich nicht sehen, aber er schon. Wen? So. Du warst im Weg und hast mich angegriffen, darum. Okay. Nice, nice. So. Habe ich da was? Nicht wirklich. Da lohnt es sich nicht, aber das hier. Hecken. Schön. Schöner Kuchen. Oh, ist auch nett. Tja, der wurde gemobbt. Oder die. Und in den Schrank gesperrt und dann vergessen. Und da ist die verhungert. Tja. Ja, Mobbing ist scheiße. Ah. Okay. Aber es ist scheiße, hier zu kämpfen. Na, du musst mir helfen. Okay. Was hast du im Knie? Ein Pfeil? Lass mich mal durch. Was? Ach stimmt, danke, dass du mich daran erinnerst. Panzer. So, noch ein bisschen bitte. Noch ein bisschen oder auch nicht. Da bist du. So. Noch ein bisschen. Komm schon. Mist. So. Nee, lass es. Stopp. Okay. Damit sollten wir es schaffen. Zwei Freunde, die uns unterstützen. Da oben haben wir auch noch einen und versuchen wir es. Das war scheiße. Nee. Da habe ich zu spät reagiert. Das war das Problem. Da hätte ich locker ausweichen können, aber nee. Ich habe versagt. So hätte ich ausweichen sollen. Der ist tot, ja, weine! Zeig, wie traurig du bist. Nice. Komm schon ein bisschen mehr. Ich will echte Emotionen. Das wollen die Zuschauer. So, fertig jetzt. Ach man, ich muss mal schauen, ob es sein Mod dafür gibt. Ich sehe zu spät. Aber Papaya Shock 2 dann.
Da brauche ich das denn. Danke, Mister. Ich habe schreckliche Dinge. Ja, ich habe auch schreckliche Dinge gesehen. Ich hasse das. Was? Was für ein bescheuerter Traum. Irgend so ein Obstbaum hat sich gedreht wie der Deckel auf einer Flasche und Saft in Ryans Kehle geschüttet und das Schwein erstickt. Aber als ich näher hinsah, war es gar kein Baum. Es war die Kernsteuerung dieses Dings da, das die Magnetschlösser an Ryans Tor speist. Man kann die Energiezufuhr nicht unterbrechen, sie kommt direkt aus den Vulkanschloten. Ryan bekommt immer seinen Saft. Wahrscheinlich könnte man den Hurensohn darin ersäufen. Okay, noch einer, der Ryan hasst. Ist aber auch verständlich. Was haben wir denn hier? Schön. Nice. Was? Damage Research. Mache deine Forschungen effizienter mit Damage Research. Führe Analysen durch, wie du sie nie für Möglichkeiten hättest. Matt. Schadensbohne durch Forschungen? Na, fleck mich doch. Zusammenbau der Bombe. Das Grundgehäuse ist fertig. Ich habe eine Ladung Nitroglycerin in meinem Büro. Die verwenden wir als Initialzünder. Jetzt brauche ich 4 abgeschirmte R34-Kabelbrücken, um den Schaltkreis zu umgehen. Dann eine halbe Dose Ionengel, das gibt der Mischung erst richtig Zunder. Das müsste den Kern in den Nachbrennermodus versetzen, so zu einer Überspannung führen und den Überlastschalter an Ryans Tor auslösen. Soweit die Theorie. Entweder es klappt wie am Schnürchen oder halb Rapture fliegt dabei in die Luft. Naja, wer nicht wagt. Okay. Noch ein Kommentar. Schön. Was hätten wir? Stelle Kippers EMP-Bombe fertig, okay. Warum auch nicht? War ich da ein bisschen vorschnell oder so? Keine Ahnung. Ach. Hatte ich eigentlich nicht vor. So. Okay. Gut, der liegt noch. Was haben wir hier? Okay, versuchen wir es weiterhin. Was war das? 5380. Wofür ist das? So ein Mist. Ich werde es wahrscheinlich nie rausfinden. Okay, das Gerät ist so gut wie fertig. Ryans Pleiser schaffen gerade die junge Frau weg. Sicher ist sie eine von Ryans Spionen, hergeschickt, um mich auszuhorchen. Ich glaube es jedenfalls. Falls ich mich täusche, endet ein unschuldiges Mädchen an Ryans blutiger Trophäenwand. Falls ich recht habe, naja, ich hoffe mal, ich habe recht. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ich kann mir jetzt keine Gefühlsduseleien leisten. Bloß das nicht. Das ist scheiße. Okay. Da war eins. Eins von zwei, okay. Ah, schön, wir haben hier noch eine Tür. Aber wie komme ich da ran? Das ist die große Frage und ist jetzt wieder da. Gut. Aber der Husten, der soll weggehen. Genau dich meine ich. Lass mich mal durch. Ganz ruhig. So, können wir nochmal machen. Schön. Noch ein bisschen, na los. Gleich haben wir es. Noch ein bisschen. Na, leck mich doch. Okay, den habe ich schon.
Nein! Warum nicht schon wieder? Verdammte Scheiße! Okay, ich muss schneller sein. Nicht zögern, einfach draufballern. Sonst verzieht es sich wieder. So ein Mist. Was haben wir hier? Einen Scheiß machst du. Ah. Okay. Ach. Hast du mich gesehen? Na gut, komm her. Ah, das ist abgeschlossen, gut. Das hier noch. Ich erinnere mich an diese Stelle. Aber ich glaube, das kommt später. Was ist das denn jetzt wieder für eine Scheiße? Verdammt, okay, wir müssen nach oben. Haben wir überhaupt so viel? Nein. Okay, dann muss ich hier einmal rundherum. So. Gut. Gerade noch so geschafft. Puh. Okay. Ja, die. Okay, diese Stelle kommt später. Na dann. Aber wenigstens haben wir schon mal aufgeräumt und vorbereitet. Ja, es ist schon mal was. Okay. Haben wir nicht ganz unten noch was? Ach, das ist ganz unten, okay. Der ist zu. Da ist der, ja. Der, der uns gerettet hat. Was hast du? Oh, nice. Dann einmal das hier. Ah. Nee. Oh, nice. Okay. Ich glaube, das war Körper, oder? Hat sie einen gesunden Dave? Genau das wollte ich. Okay, das hier wieder. Gut. Was, das habe ich nicht? Okay, das müsste Technik sein. Gut, das muss ich tun. Technik. Mach ich hier schon? Nee. Das sieht anders aus. Das sieht ganz anders aus. Okay, ich speichere hier mal wieder. Es wird Zeit. Schon lange nicht mehr. So. Oh. Was ist denn hier passiert? Ich war das nicht. Und das macht mich stutzig. Na, spielen wir das wieder. Spielen wir diese Spiele wieder, ja? Oh nein, was passiert hier? Geister? Und alles leer, ist ja ganz toll. Wow! Selber kleiner Scheiße, halt die Schnauze! Stell dir den Willen vor, den man braucht, um so einen Ort zu erschaffen. Was hast du gebaut? Nichts. Du kannst nur plündern und zerstören. Du bist kein Mensch. Du machst doch eh das gleiche gerade. Wir unterscheiden uns nicht.